Es gibt den Wettbewerb mit den Bären, haben wir gerade einen gesehen, gegossen, voll plastisch. Und es gibt einen neuen Wettbewerb, den hat Carlo Chatrian sich ausgedacht als sein Geschenk, auch für die Berlinale, mit besonders innovativen, besonders aufregenden, vielleicht sogar revolutionären Filmen. 15 waren es dann also in dieser Konkurrenz und das war ein großes, interessantes Feld. Wir hatten auch Gäste aus diesem Wettbewerb. Alexander Kluge, fast 90, Legende. Und Melanie Welde aus Potsdam hat auch eine lobende Erwähnung bekommen übrigens für ihren Film Nackte Tiere mit dem allerersten Film. Also da sehen Sie ungefähr, was auch in diesem Festival möglich war und in dieser Spezialreihe Encounters also. Und wir freuen uns jetzt sehr, dass wir eine Preisträgerin aus diesem Wettbewerb bei uns haben. Das sind also auch Plaketten wie beim Kurzfilm. Da ist aber auch ein richtiger Bär drauf. Und das ist der Spezialpreis der Jury in der Reihe Encounters für den Abschlussfilm von Sandra Wollner. Herzlich willkommen, The Trouble with Being Born. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Zeig ihn doch noch bitte noch. Die Leute wollen ihn natürlich auch sehen. Das ist der Beweis. Ja, so geht. Das ist der Gold. Eine Bär, so sieht er aus. Zum ersten Mal verliehen übrigens. Der ist auch aus Gold, tatsächlich. Also ein goldener Bär, ja. Gut, ne? Goldpreise. Also ganz herzlichen Glückwunsch erstmal. Du bist jetzt also die Erste, die überhaupt auch in dieser Reihe mit angetreten ist, zusammen mit deinen Kollegen, Kolleginnen. Wie war das jetzt erstmal für dich zu hören? Ich bin auf der Berlinale, aber es ist irgendwas ganz Neues. Encounters, keiner konnte sich ja was drunter vorstellen. Ja, also ich und mein Team, wir haben uns wirklich über die Maßen gefreut, dass wir das erste Mal auch von dieser Sektion gehört hatten, weil man schon das Gefühl hatte, vielleicht könnte man da ganz gut reinpassen, auch aus der Idee, glaube ich, heraus, dass es keine Schublade gab und wir unseren Film auch nicht so richtig wo reinpacken konnten. Und ich bin jetzt unfassbar glücklich einfach tatsächlich, auch mit der, habe auch einige Encounters-Filme gesehen und finde es fantastisch, in welcher Reihe unser Film hier läuft tatsächlich. Und, ja. Was für Leute, ne, die da so dabei sind. Ich sag. So, das war wichtig für dieses deutsche Kino tatsächlich auch, weil wir merken natürlich, dass es bei unseren Redakteuren und so weiter auch ein Augenmerk darauf gibt, dass es noch ein Spotlight auf eine Form Film, die vielleicht ein bisschen non-narrativer ist, gibt. Und das ist, glaube ich, wirklich sehr wichtig für uns Filmemacherinnen, die diese Wege gehen. Auf jeden Fall, also du bist in Österreich geboren, hast ein Studium gemacht an der Filmakademie Baden-Württemberg. Der Film allerdings führt uns nach Wien und zwar so die Randbezirke. Ne? Also es sind so die Plattenbauten, würden wir hier sagen, wo also Leute leben, die vielleicht nicht so wahnsinnig reich sind. Und es ist eine Science-Fiction-Geschichte, wenn man es jetzt ganz genau einordnen will. Du sagst, du kannst das auch nicht so genau sagen. Es geht um einen Androiden, ganz kleines Mädchen eigentlich, so eine Kindfrau. Und das ist wirklich sehr beunruhigend. Also wenn man das Gesicht sieht von diesem Mädchen, dann das Verhältnis des Besitzers, anders kann man es ja nicht sagen, das fast ein erotisches ist, ist auch sehr unangenehm, das übrigens zu sehen, wie es erstmal diese Konstellation in deinen Kopf gekommen ist. Es ist wahrlich nicht der erste Film über Androiden oder sowas, aber in dieser Konstellation, mit dieser Intimität, habe ich es, glaube ich, so noch nicht gesehen. Nee, also ursprünglich war das die Idee von, oder eine kollaborative Idee von meinem Co-Autoren Roderick Warich und mir, die so entstanden ist sozusagen. Und im Endeffekt hat mich, glaube ich, daran interessiert, so eine Antithese zu einer Pinocchio-Form oder zu auch allen anderen AI-Filmen, die wir kennen, in der entweder die AI die Menschheit übernimmt oder in der die AI immer Mensch werden möchte. Und ich fand es eher interessant, dieses Objekt als ein Objekt zu betrachten und nur als einen Spiegel dieser Abgründe oder Sehnsüchte, die sozusagen die jeweilige Person zu ihm hegt. Und das war, glaube ich, die Hauptidee. Das ist auch eine Weiterführung von meinem letzten Film auf eine Weise sozusagen. Das unmögliche Bild. Genau, eher in der perspektivischen Frage und wenn der vorige Film vielleicht eine Auflösung des Selbst war oder eine Werdung des Selbst, ist der hier jetzt wie eine Auflösung eigentlich. Also wenn ich sage Science Fiction, es ist natürlich hier und heute, also es könnte hier und heute sein. Es ist jetzt nicht irgendwie so eine spacige Welt, die du baust, sondern es ist eine ganz normale Lebenswelt. Und weil du gerade sagst, sehr zu Recht, finde ich, es geht um Projektion, auch um Sehnsüchte. Beides sind zwei Hauptfiguren, die umgehen mit diesem Avatar oder mit dieser Figur, haben ja ganz große Verluste und projizieren etwas hinein. Und das macht sie dann auch wieder sehr sympathisch, weil ich verstehe natürlich, dass man diese große Hoffnung hat, etwas, was man verloren hat, dann vielleicht in so einer sprechenden Maschine wiederzufinden. Und offenbar hast du auch dieses Mitgefühl, auch wenn das alles sehr, sehr merkwürdig ist, wie die umgehen mit dieser Figur. Ja, klar, aber ich fand es halt auch sehr interessant, weil natürlich ist es nicht nur Mitgefühl. Ich meine, in der ersten Hälfte dieses Films geht es um eine durchaus besondere tabuisierte Beziehung zwischen diesem Mann und diesem Zehnjährigen oder wie einem Zehnjährigen aussehenden Androiden. Ja. Und was ich daran faszinierend fand, war tatsächlich, dass diese Ambiguitäten eines Mannes, der einerseits jemanden vermisst und andererseits eine absolute unaushaltbare Dynamik, dass er ein sexuelles Verhältnis mit diesem Mädchen haben möchte, beides auf diese Maschine projizieren kann. Und das fand ich halt tatsächlich
erschreckend, aber auch sehr interessant. Ja, ein zweiter Besitzer oder Besitzerin, es gibt eine Umwandlung, man kann ja damit auch viel machen, man kann die ja verändern, das Gesicht und so, ist dann eine alte Dame und das fand ich auch total verrückt, weil die geht damit dann so normal um. Also sie spricht ja dann auch, sie glaubt irgendwie ihren Bruder da wieder zu sehen und der gestorben ist vor langer Zeit und benimmt sich über einen langen Zeitraum so, als sei das das Normalste von der Welt, dass da so eine Maschine rumrennt. Wie hat das auch diese alte Schauspielerin so hinbekommen? Das macht die toll, finde ich. Wenn man das Gefühl hat, ja klar, da jeden Tag hat man da irgendwie so eine Puppe da. Ja, aber das ist halt eine österreichische Legende. Ingrid, dann sag's uns. Also Ingrid Burkhardt ist eine österreichische Legende, die wirklich in einer Kultserie ein echter Wiener geht nicht unter. Ich glaube, es gibt ein Äquivalent im deutschsprachigen Raum, dessen Titel ich immer vergesse, die damit bekannt wurde und dann durchaus einige Spielfilme gemacht hat und jeder kennt sie und sie ist, ja, genau, sie macht es einfach toll und natürlich war die Idee ein bisschen, das klingt jetzt etwas trivial, aber wie wenn der Sohn kommt und sozusagen der 90-jährigen Mutter ein Handy vor den Tisch klatscht und sie selbst ist einfach eine Frau, die wirklich mit dieser Technik oder mit unserer jetzigen Technik vertraut ist, also die schreibt, wir haben eigentlich fast nur über WhatsApp kommuniziert. Und insofern ist das ja etwas, was, glaube ich, nicht so aus der Welt gegriffen ist, auch wenn es um einen Androiden geht. Ja, genau, was wir nicht wissen. Jetzt hat der Film was wirklich ganz Beunruhigendes. Er ist auch elliptisch erzählt. Das klingt jetzt alles erstmal so ganz logisch entwickelt. Es gibt immer wieder Sprünge, man muss auch nachdenken, zurückdenken. Macht ja auch Spaß, die Bilder sind sehr nächtlich, sehr eindrucksvoll, auch sehr düster. Da sitzt der Kameramann übrigens dieses Films. Wirklich ein ganz wichtiges Element, finde ich, diese Bilderzählung. Und diese Gesichter oder das Gesicht, ich kann es mal sagen, hast du da irgendwas gemacht? Also es sieht ganz natürlich aus und dann wieder nicht, also vom Androiden. Nein, also tatsächlich trägt unsere Schauspielerin Lena Watson, das ist auch ein Stage-Name, ein Synonym, ein Künstlername, jetzt wollte ich tatsächlich sagen, ein Künstlerinnenname. Ja, warum nicht? Auf jeden Fall trägt sie eine Silikonmaske, was zu, genau, das war wichtig für vielerlei Dinge, also einerseits musste sie einer anderen Darstellerin ähnlich sehen, die später im Film auftaucht und andererseits ging es natürlich auch darum, dieser Film hat sehr explizite Szenen, die alle natürlich im Nachhinein gepostet worden sind, das ist alles VFX und es ging natürlich auch darum, nicht einem 10-jährigen Kind diese Bürde aufzulasten, sondern sie schlüpft in eine Rolle und trägt eine Maske und ihre Identität ist eigentlich unerkannt. Weil diese Maske, man erkennt sie, man merkt, dass irgendwas nicht stimmt. Das erinnert ein bisschen an die Arbeiten von der Regisseurin Kennedy. Die hat ja ihre Schauspieler so immer verkleidet. Dann noch eine letzte Frage zu diesem Werk, das hoffentlich auch im Kino laufen wird. Jetzt mit diesem Preis bin ich mir ganz sicher. The Trouble with Being Born, können wir uns alle ja nicht aussuchen, geboren zu werden. Es könnte eine Trilogie dann werden. Also wenn du sagst, unmögliche Bild gehört schon dazu, dann könnte ein dritter Teil vielleicht wovon handeln? Ja, ich verfolge da jetzt noch keine Agenda in dem Sinn. Das ist bei dem zweiten Teil auch tatsächlich erst passiert. Ich würde mir das auch nicht vornehmen, eine Agenda um den dritten Teil zu machen, weil dann wird es irgendwann repetitiv, glaube ich, und dann ja, wiederholt man sich nur selber. Aber ja. Wollte ich jetzt keinen Druck erzeugen, aber es kann ja noch weiterwirken. Vielleicht kommt es dann auch nochmal. Sandra, ganz herzlichen Dank. Nochmal Glückwunsch zu diesem tollen Preis in der Reihe Encounters, der Spezialpreis der Jury für The Trouble with Being Born. Danke und einen tollen Abend dir noch. Tausend Dank. Dankeschön.